Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Summer and Mara. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier auf dem Weg auf die Heimatinsel gemacht. Jawohl, haben wir. Und haben hier Sonnenblumen etc. angepflanzt, Salat angepflanzt und können jetzt die Quest beenden, die in Queles. Und wir haben Dünger benutzt, damit wir ein wenig mehr dabei rumkriegen. Da bin ich auch ganz froh drüber. Ich glaube, wir werden hier tatsächlich nochmal Karotten anpflanzen oder Salat. Wollen wir mal gucken. Ich glaube, zwei Salateimer Karotte werden wir hier noch anpflanzen. Aber wir haben nur noch Karottensamen. Okay. Dann werden wir die jetzt sehen. Und auch nochmal gießen. Ich werde jetzt allerdings keinen Dünger drauf machen. Die wachsen jetzt quasi so, weil ich nicht weiß, wofür wir den Dünger eventuell noch gebrauchen können. So, machen wir das auch gleich mit nass. Das braucht gar nicht nass gemacht werden, ja. Und wir haben, wie ihr seht, Hunger. Wir haben auch nur noch eine Wasserladung. Wir haben Hunger. Das heißt, wir haben ja gestern gekocht. Dafür kriegen wir... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist nicht viel, was wir dafür kriegen. Dann trinken wir mal einen Orangensaft. Dann haben wir 3,5 Hungerkeulen. Ich glaube, wir machen noch mal ein bisschen Orangensaft fertig. Nicht möchte, okay. Es tut mir leid, aber... Oh je, jetzt haben wir aber auch Karotten verbraucht. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir denn noch genug Karotten für die Quest, Mensch? Habe ich nicht aufgepasst. Hoffentlich haben wir jetzt noch genug. Oh, 14 Karotten haben wir noch. Okay. 14 Karotten für die Quest haben wir noch. Denn das müssen wir ja bei Caleb abgeben. Aber wir werden uns noch ein paar Orangen pflücken. Denn auch die brauchen wir immer wieder, bevor wir rüber nach Queles fahren. Und schon geht unser warum fehlen mir jetzt gerade wieder die Worte? Unser Ausdauerbalken, Himmel. Und schon geht unser Ausdauerbalken runter. Wir müssen uns quasi beeilen, beziehungsweise vielleicht nicht beeilen, aber wenn wir in Queles ankommen, müssen wir instant mit Caleb sprechen, wegen der verbesserten Hacke, genau. So, auf ins Boot. Nun springen. Och, Menno. Okay, einsteigen. Dann machen wir das so. Und wir müssen nach Norden fahren, genau. Richtung Norden liegt Queles. Und der Sprit ist relativ voll tatsächlich noch. Oh, dieser Rochen, der da geschwommen ist, gerade echt, echt schick. So. Und damit können wir jetzt hier das Boot verlassen. Oh, warte mal, den Müll nehmen wir auch gleich mit, denn wir sind ordentliche Menschen und Karma-Punkte können wir auch gebrauchen. Hier hast du die Karotten und den Salat. Gutes Gemüse für einen guten Mann. Du redest zu viel. Meine Großmutter sagte immer, dass ich extra verziert wäre. Du meinst extrovertiert. Nein, das klingt komisch. Danke für das Gemüse. Ich bereite die Lieferung vor.
So, und damit haben wir jetzt das Rezept für die Metallhacke. Wir können jetzt, warte mal, reden wir nochmal mit ihm, mal sehen, was er noch sagt. Hallo. Nur hallo, okay. Für wen waren die Sonnenblumen? Für Onzo. Für Onzo waren die Sonnenblumen. Der stand oben beim Markt. Warte mal, wir schmeißen mal gerade hier den Müll rein. Jawolla. Der war oben beim Markt, der Onzo. Der wollte ja die Sonnenblumen haben, ne? Da steht er schon. Ich liebe Sonnenblumenkerne. Mehr hat er nicht zu sagen. Chor, mein Tagebuch sieht nichts. In meinem Tagebuch steht nichts über Kürbisse. Oh Gott. Ich weiß rein gar nichts über Kürbisse. Nicht einmal, wie sie aussehen. Aber ich habe hier ein paar Samen. Gut, dann züchte ich ein paar Kürbisse für dich. Okay. Okay, damit haben wir Kürbissamen bekommen. Das ist gut. Los, kleine Abenteurerin, liefe aus, was ich dir gegeben habe. Mal gucken. Nee. Hast du, was ich möchte? Ja, ich möchte was kaufen, dann gib mir doch was. Nee, die hat nichts, was ich möchte. Ich brauche Zwiebeln. Ich brauche Zwiebeln. Hast du Zwiebeln? Aber Zwiebelsamen. Oh, die kosten 60. Dann kaufen wir da einmal Zwiebelsamen von und werden dann Zwiebeln anbauen. Oha, das hätte ich mal gleich machen sollen. Warte mal. Ach, wir brauchen einen besseren Hammer, ja. Natürlich. So, dann hätten wir das erledigt. Jetzt müssen wir tatsächlich schon wieder zurückfahren. Warte mal. Wir schauen nochmal auf Quests, die wir vielleicht machen können. Der wollte die Zwiebeln. Und so möchte Kürbis. Und die Postkrabben haben wir immer noch nicht gefunden. Okay, also ab wieder nach Hause. Züchten, was das Zeug hält. Auch was eine Rennerei. Was für eine Rennerei. Na gut. Dann machen wir das. Ach ja. Richtung Süden. Auf geht's. Ach, mit ihr hätten wir auch gleich zurück nach Quelis. Okay. Ja, aber wir müssen das ja leider erstmal hier anpflanzen. Oder könnten wir die Sachen da auch in diesem Garten anpflanzen? Ich glaube nicht, oder? So. Auf geht's. Gleich mal nach Hause. Oh je, oh je. Das war jetzt quasi ein Tag, wo wir was machen konnten. Aber wir können jetzt, der heutige Tag ist 16 Uhr. Wir können jetzt... Ah, guck mal hier. Erstmal die Zwiebeln. Und natürlich haben wir für morgen dann kein Wasser mehr. Das ist natürlich übel. Aber was soll's. Da würde ich tatsächlich dann auch schon hier nochmal... Ah, da machen wir es gleich überall drauf, damit es sich lohnt. Ah, da lohnt sich's nicht mehr. Okay, da lohnt sich's nicht mehr. Gut, damit haben wir dann auch... Oh doch, da hat es sich gelohnt, aber hier nicht mehr.
dann haben wir natürlich auch keinen Dünger mehr. So, wir können jetzt eine Metallhacke machen. Und zwar aus Holz und Metall. Oh, wie schön. Dann werden wir uns die machen. Und werden mal gucken, ob wir für Saimi diese Blume holen können. Oh, hier ist noch eine Blaubeere. Eine Blaubeere. Schön. Schön, 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 schön. Sowas muss man mitnehmen. Hier können wir wieder Steine hacken. Aber erst einmal die Blume. Ich werde nicht alle Blumen wegnehmen, da ich nicht weiß, ob sie wiederkommen. Wir brauchen nur die eine. Und dann schauen wir mal, ob wir unsere Beete schon erweitern können. Wir haben ja jetzt die verbesserte Hacke. Weil theoretisch müssten wir ja dann da diese Dornen und das wegmachen können. Und ein neues Beet hinlavenzeln können. Jawoll! Und da können wir jetzt Kürbisse säen. Aber wir haben kein Wasser mehr, ne? Das ist natürlich bedauerlich. 10 Tage brauchen die. Oh mein Gott. Ja, hätte ich jetzt die richtige Reihenfolge, hätte ich wahrscheinlich sogar Wasser für die Kürbisse. Naja. Aber so langsam, peu à peu, Stück für Stück kommen wir weiter. So, dann wollen wir mal gucken. Wasser, der Brunnen ist ausgetrocknet. Das habe ich mir gedacht. Jetzt können wir nur hoffen, dass so bald als möglich es wieder regnet. Dass unsere Opfergaben ihr Übriges getan haben. Jawoll! Na, wer sagt's denn? Das ist schön. Also, es ist alles gegossen. Der Brunnen müsste sich jetzt auch genau wieder füllen. Oh, wie schön. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht wirklich nochmal einen Brunnen bauen, sodass wir für den Fall der Fälle tatsächlich 2 Brunnen haben. Sehr schön. Es gibt noch eine verbesserte Hacke. Okay. Alles klar. Was ist denn hier drin, ne? Okay. Na gut, das ist ja schon mal schön zu wissen. Die Zwiebeln brauchen noch 3 Tage. Dann werden wir uns jetzt hier mal durch den Regen schlawenzeln und wieder unsere Runde laufen, damit wir wieder alles einsammeln können. Das ist ja cool. Das freut mich. Also, man merke sich, wenn wir Regen brauchen, sind Opfergaben gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen finden wir dann hier auch Pilze. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und ich glaube, mit der verbesserten Hacke können wir auch oben bei Saimi da irgendwas war doch da, dass wir da nichts... Ah nee, das war der verbesserte Hammer. Ja, den müssen wir natürlich auch noch lernen. Und denn, wenn ich das richtig sehe, gibt es dann da auch noch eine Stufe höher. Tja, viel zu tun, würde ich mal so sagen. Viel zu tun. Ja, wie gesagt, die anderen beiden hier möchte ich gerne stehen lassen, die Blumen. Um das hier noch nicht noch weiter... Oh, nicht noch weiter... wegzubauen. Aber sehr schön, sehr schön. Das ist gut. Hier sind noch Pilze. Also ich glaube, die spawnen tatsächlich immer wieder am gleichen Platz. Rein theoretisch könnten wir dann die Blumen da wegnehmen. Aber ich traue mich noch nicht so recht.
Ich traue mich da noch nicht so recht. Guck mal hier, Napopo. Er ist immer noch glücklich, siehst du? Wie sieht's denn aus mit den Fischen? Gibt immer noch keine größeren Fische. Okay. Dann brauchen wir die anderen nämlich auch nicht abzulaufen. Es sei denn wegen Muscheln. Aber mit der besseren Hacke können wir vielleicht hier, was ist denn das für eine Pflanze, die wir hier wegnehmen könnten? Nein, können wir nicht. Ah, hier sind schon wie Beispiel wieder. Krabben. Ja, tut mir leid. Aber das muss ja auch wachsen alles. Das ist ja nun mal so, ne? Kakteen können wir auch noch nicht. Dann laufen wir noch mal schnell auf den Berg hoch. Ja, also man muss tatsächlich Opfergaben machen, damit der Regen kommt. Das ist gut zu wissen. Und wie wir sehen, unsere Bäume wachsen und gedeihen. Aber wie schnell, oh, wie schnell so ein Tag vorbeigeht, das ist ja Wahnsinn, ne? Das ist ja absolut der Hammer, ne? Und die Opferschale ist leer. Aber da würde ich jetzt ungern sofort irgendwie wieder was reintun. Was ist das? Ach, man kann sich hier hinsetzen? Bedeutet das, dass man sich ausruht? Ich guck gerade mal auf den Ausdauerbalken. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, wir haben aber schon 23 Uhr. Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Oha. Oha, dann aber jetzt schnell in die Koscheln. In die Federn. Wir haben es tatsächlich geschafft, in den letzten beiden Folgen, also in der letzten Folge und in dieser Folge etwas weiterzukommen. Aber wir müssen noch geduldig sein. Geduldig. Gute Nacht, Mara. Okay. Ja, gut. Heute müssen wir tatsächlich wieder gießen. Und danach können wir, glaube ich, anfangen, schon die Karotten zu ernten. So. Anpflanzen können wir nichts mehr, da haben wir nichts mehr. Ergo, hier wird jetzt erstmal die große Ernte gemacht. Und 5 Tage noch bis für die Kürbisse. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die 5 Tage ernten warten möchte. Ich glaube eher nicht, denn mit Onzo müssen wir ein bisschen warten dann. Der muss noch ein bisschen auf seine Kürbisse warten. Ich weiß, dass er uns immer behilflich ist, aber wir müssen auch bei Saimi weiterkommen. Und bei, oh Gott, hier der am Strand da stand. Die müssen wir die Sachen ja auch langsam mal bringen. Sonst wird der Onkel da auch noch sauer. Oder er ist ja schon sauer, ne? Ich habe den Namen von dem schon wieder vergessen. Oh, ein Äpfelchen. Sehr schön. Habe ich den jetzt eingesammelt? Habe ich gar nicht gesehen. Dili-dili-dili-dili-di. So.
Wir versuchen nochmal zu fischen. Ich glaube nicht, aber Glauben ist nicht Wissen. Das sind immer noch keine... Die Fische sind immer noch nicht gereift. Okay. Ja, auf die Zwiebeln müssen wir tatsächlich warten. Da kommen wir nicht drum herum. Wir gehen mal in die Küche, machen uns nochmal einen Orangensaft. Können wir hiervon auch einen machen? Nein. Und Nachmittagstee können wir auch nicht machen wegen fehlendem Zucker. Okay. Den können wir auch nicht machen. Ich glaube, damit haben wir 5 Orangensäfte. Da können wir uns aber echt einen genehmigen. Ne? Das ist ja wohl logisch. Milch haben wir. Dann haben wir wieder 3. Ich glaube, wir gehen schlafen. Wir verkürzen die Sache jetzt mal ein wenig. Damit wir instant zurück nach Quelis können, um dort die Quest zu erledigen. Denn das würde ich schon ganz gerne noch in dieser Folge schaffen. So. Ich weiß, und so seine Kürbisse können wir nicht mitnehmen. Aber da muss der Gutste jetzt durch. Da muss er jetzt durch, ob er will oder nicht. Die Blaubeeren, die wachsen aber auch immer nur dann, wann sie wollen, ne? Irgendwie habe ich da noch keinen Rhythmus entdeckt. Da habe ich noch keinen Rhythmus entdeckt. So, Orangen auf jeden Fall. Hier ist noch eine dran, ne? Hier ist auch noch eine dran. Hier ist noch ein Pinienkern. Falls wir wieder Holz schlagen müssen, sollten wir die auf jeden Fall parat haben. Ich denke, demnächst müssen wir wieder Holz schlagen, da kommen wir nicht drum herum, wenn wir den verbesserten Hammer und das haben wollen. So, na Popo, komm, wir müssen nach Quelis, wir müssen unsere Quests erledigen. Möchtest du einen Erbschleppfahrt nach Quelis? Nein, möchten wir nicht. Wir wissen doch, wie das geht. Ach, Menno. So, auf geht's. Richtung Norden. Oh, wir brauchen bestimmt sehr, sehr lange für dieses Let's Play. Denn das ist eine Insel von, ich vermute, 4. Ich weiß es natürlich nicht, aber es ist jetzt einfach nur mal meine Vermutung. So. Auf geht's. Wir gucken mal auf die Map. Ich glaube, wir gehen erst nach Saimi. Bram, genau, Bram war der Gutste. Oder wir gehen schnell mal nach Bram. Warte mal. Er ist nach Bram. Der drückt uns mit Sicherheit gleich wieder eine neue Quest auf. Aber dann hätten wir das schon mal erledigt. Jede Menge Zeug aus unserem Rucksack wieder raus. Also, alles abgegeben, Kartoffeln, Zwiebeln und den Oktopus. Komm vorbei, wenn du eins meiner Gerichte probieren möchtest. Okay, mehr sagst du mir nicht. Okay, keine neue Quest. Sehr schön. Hier ist eine Krabbe, aber die haben wir, glaube ich, schon gehabt. Aber hier haben wir nochmal Müll, den wir hier mal
wegnehmen müssen. Bist du eine neue Krabbe? Nein. Nein, du bist keine neue Krabbe. Du bist immer noch die gleiche. Den Müll schmeißen wir gleich mal hier rein. So. Und dann machen wir uns hoch zu Saimi. Wie gut, dass wir den Weg schon kennen. Oh, da lag was. Ich habe es gesehen von Weitem. Ah, siehst du? Ich habe es gesehen von Weitem. Und dann schauen wir mal, was Saimi uns zu sagen hat. Da ist nochmal Honig. Oh, eine zweite Bienenkönigin. Ich glaube, mit dem verbesserten Hammer werden wir da bestimmt auch noch mehr kriegen. Ich denke mal, wir werden irgendwann Honig machen. Dülü, dülü, dülü. Aber jetzt müssen wir erstmal hoffen, dass Saimi uns mag. Und mit uns redet, ne? Oh, guck mal hier. Die können wir jetzt bestimmt auch nehmen, ne? Oh, guck mal. Klauen wir hier Saimi einfach mal so die Tulpen hier aus dem Garten. Auch nicht schlecht. Die ist nachher richtig sauer mit uns, aber... Die stehen hier ja einfach nur so rum, ne? Ist dies die Blume, die du wolltest? Oh ja, das ist eine von Hakus Blumen. Siehst du, ich bin ihre Enkelin. Ich bin zwar nicht überzeugt, dass du ihre Enkelin bist, aber du kanntest sie mit Sicherheit. Was kann ich tun für dich, meine Kleine? Lass mich nachdenken. Ich habe meine Insel nie zuvor verlassen. Ich möchte ganz Mara bereisen. Dann wirst du eine Karte brauchen. Es ist lange her, dass ich eine gezeichnet habe, aber ich kann es versuchen. Oh bitte, ich möchte jeden Winkel des Meeres erkunden. Du hast den gleichen Abenteuergeist wie in dir wie Haku. Nein, Yaya hat mich nie reisen lassen. Du warst jung und sie hat sich um dich gekümmert. Ich brauche etwas Papier und Tinte, um eine Karte anzufertigen. Ich habe nicht mehr genug. In dem großen Anwesen aus Marmor dort drüben wohnt ein Antiquar. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde mit ihm reden. So, gehe zum großen Anwesen auf der nördlichen Seite von Queles. Okay, also, sie hat uns jetzt als Enkelin von Yaya akzeptiert. Das Anwesen ist dort. Nur dann tappern wir mal dahin. Auf das die nächste Quest kommt, ne? Ja, ich könnte den Weg nehmen. Aber wer Andrina kennt, der weiß, Andrina nimmt nie einen Weg. Was war das? Oh, jetzt ist das Anwesen hier geöffnet. Oh, Nase. Okay, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Jetzt ist das Anwesen geöffnet. Wer ist da? Ich bin Koya. Ich kenne keine Koya. Ich bin Aquila, der Adlige, ein Adliger der Elliot. Wer schickt dich? Saimi, die Dame des Leuchtturms. Sie braucht etwas Papier. Perfekt, da bist du bei mir genau richtig. Aber alles hat einen Preis, kleines Wesen. Hast du denn genug Geld? Und so. Wie geht es mit deinem Tagebuch voran? Darüber wollte ich mit dir reden. Laut meinem Tagebuch ist der Mann in dem Anwesen ein zwielichtiger Bursche. Sei vorsichtig. Ja, sicher. Die Sache ist nur, ich brauche Papier und das ist sehr teuer. Ich werde dir helfen. Wirklich?
Natürlich, ich bin dein Mentor. Hast du das vergessen? Ein guter Abenteurer sollte wissen, wie man sein eigenes Papier herstellt. Toll, und wirst du es mir verraten, wie? Du musst diesen Baum anpflanzen und sein Harz ernten. Dann musst du nur das Rezept befolgen. Ich habe es schon vor Jahren in meinem Tagebuch aufgeschrieben. Verrät das Rezept auch, wie man Tinte herstellt? Nein. Ach, wie schade. Aber ich kenne jemanden, der dir dabei helfen kann. Wer, wer? Edegan, der Bankier. Oh, dieser Langweiler. Mit dem komme ich nicht so gut klar. Das ist verständlich. Aber ich bin mir sicher, dass du ihn für dich begeistern kannst. Großartig. Zuerst sollte ich das Papier herstellen. Die Tinte hole ich dann danach. Du hast ein neues Rezept, Pinienkerne. Okay, Pinienkerne haben wir angepflanzt. Liefere aus, was ich dir gegeben habe. Ja gut, also wieder zurück nach Quelis. Oh Mann. Sag mir mal lieber, wo ich die anderen Postkrabben finde. Die sich hier irgendwie verlaufen haben könnten, sollten. Hier ist ja irgendwo kein Strand mehr. Ich müsste theoretisch hier den ganzen Strand ablaufen, um die Postkrabben zu finden. Aber hier finde ich hier schöne Muscheln. Diese hier hatte ich auch schon tatsächlich, glaube ich zu wissen. Ja. Die hatte ich auch schon. Und hier komme ich wahrscheinlich rum, aber nicht viel weiter, ne? Nee. Hier ist noch eine Muschel. Ach, Menno. Ja, keine Ahnung, wo ich die anderen Strandkrabben suchen soll. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hier ist eine. Ja, wie gesagt, 3 Stück habe ich gefunden, aber das ist noch nicht alles. Da muss irgendwo, muss noch Strand sein, wo noch mehr sind. Ich muss dem Magger vom Postamt nochmal sprechen, vielleicht hat er nochmal was zu sagen. Ah, schon zu, ne? Ja, war klar. Mann. Ich guck nochmal. Aber ich befürchte, dass es hier tatsächlich nirgendwo mehr weitergeht. Studieren geht über... Nee, probieren geht über studieren. So war das. Postkrabben suchen. Das ist auch eine Aufgabe, die man nicht unbedingt machen möchte. Das ist ja hier der Strand von Saimi, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Das ist der Strand von Saimi, wo sie hier immer... Ich werde hier trotzdem mal weiter versuchen, weiterzulaufen. Auch wenn wir demnächst bald K.O. gehen werden. Aber vielleicht komme ich ja weiter. Ah, es wird dunkel. Das wird dann gleich wieder heißen, sie ist erschöpft. Aber irgendwo müssen die kleinen Dinger ja sein, ne? Das ist ja nicht... Aber hier ist nirgendwo mehr Strand. Nirgends. Hier sind noch ein paar Steine zu klopfen. Da
Also die Vermutung habe ich zumindest, dass es irgendwo am Strand die Postkrabben sind. Denn die anderen waren ja auch am Strand. Ach, guck mal hier. Oder war das die jetzt schon? Ach, Menno. Ach, das war die schon. Die hatten wir schon. Ja, dann würde ich ja mal sagen, schlecht gelaufen. Wir waren jetzt quasi einmal um die Insel herum und haben nur diese drei Krabben gefunden. Fehlen noch zwei. Aber wo soll man die denn suchen? Vielleicht wurden die ja schon gekocht oder was? Keine Ahnung. Da sind Hunde. Aber ich glaube auch nicht, dass die sich hier in der Stadt rumtreiben, oder? Nichts Genaues weiß man, ne? Nichts Genaues weiß man. Okay, ihr Lieben. Mein nächster Weg führt mich zurück nach Hause auf die Heimatinsel. Und wenn ihr Tipps und Tricks habt, schreibt es einfach mal unter die Kommentare, denn ich scheine mit den Krabben nicht weiterzukommen. Also da dürft ihr tatsächlich einmal drunter schreiben. Und ich werde es dann auch lesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen da. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye.